Darstellung des Egos eines Regisseurs, dem sich die Sänger und viel schlimmer das Werk unterzuordnen haben. Das ist eine Fehlentwicklung. Ich habe in den 70er und 80er Jahren, das wird sich irgendwie wieder totlaufen, wenn die Leute das nicht sehen wollen. Das ist aber ein Irrtum. Herzlich willkommen, Marek Janowski auf What's Opera Doc, dem YouTube-Kanal für professionelle Sängerinnen und Sänger. Vielen Dank für die Einladung. Man sieht es Ihnen nicht an, aber Sie sind seit vielen Jahrzehnten in diesem Beruf. Sie widmen Ihr Leben der Musik und kennen auch den Betrieb aus Ihrer Westentasche. Darüber reden wir vielleicht später noch. Zuerst möchte ich mal über die Musik sprechen. Wir führen heute gemeinsam Beethovens Missa Solemnis auf. Das ist ein Werk nicht nur für Orchester, sondern auch mit Stimmen, mit Chor und Solisten. Gibt es da für Sie einen Unterschied, rein symphonisches Werk oder wenn da jetzt Sänger dabei sind? Das ist eine Sinfonie mit Chor- und Solistendekoration. Okay, wie ist das in einer Oper, wenn da der Sänger eine gewichtigere Rolle spielt? Ist das ein Unterschied in der Probenarbeit zum Beispiel? Es ist klar, dass immer, also jedenfalls für mich, ich komme ja nun wirklich, ich habe alle Stufen des Berufsweges in der Oper über viele Jahre als junger Mensch wirklich durchgemacht. Ich habe, ich denke mal, ausreichend korrepetiert. Ich habe Sängern in der Korrepetition als ganz junger Mann schon versucht, das eine oder andere zu sagen, habe aber auch in Wiederholungskorrepetitionen mit Sängern, die unglaublich viel erfahrener waren auf der Bühne als ich als junger Mensch am Klavier, von diesen Sängern auch viel in der Korrepetition gelernt. Dem Sänger zu helfen in der Aufführung, auch während einer Aufführung eines langen Stückes festzustellen, hörend, wenn beim Sänger vokale Konditionsprobleme auftraten, hilft man ihm, indem man den Graben noch leiser macht, indem der um den Rest der Stimme, die dann für einen Abend noch da ist, um dem zu helfen, zu überleben, oder tut man das Gegenteil und hilft ihm, indem man ihn völlig zudeckt. Genau. Dann ist natürlich Schimpf und Schande auf den Dirigenten zu lenken, aber das kann manchmal auch hilfreich sein. Und es gibt eben in der Oper, und das ist eben der große Unterschied zu jeglicher Art von Symphonik, es gibt natürlich Sänger, Dirigent, gemeinsam entwickelte Tempovorstellungen. Wenn Sie aber einen schlechteren Abend haben, muss ich Ihnen bei bestimmten Dingen im Tempo helfen, damit Sie über bestimmte Schwächephasen Ihres Gesangs leichter wegkommen. Oder das Gegenteil, wenn Sie in Full Power und großem Selbstbewusstsein einen Abend erwischen, das muss man auch als Dirigent oder sollte man als Dirigent spüren, lasse ich da dem Sänger mehr Zeit, lasse ich da auch mal musikalisch eine 5 Grade sein, um der großen Emphase des vokalen Ausdrucks eben Raum zu geben. Das muss man, ich glaube, das lernt man nicht mehr, wenn man über 40 ist. Diese Dinge lernen Sie, wenn Sie ein ganz junger Mensch sind. Als Korrepetitor und dann vor allen Dingen eben im nicht probiert habenden Übernehmen von Aufführungen, wo man dann eben reinspringt. Ich bilde mir ein, dass ich bei einem jüngeren Dirigenten, der jetzt vielleicht 40 oder 45 ist, sehr schnell erkennen kann an der Gestik, ob der als junger Mann oberdirigiert hat oder nicht. Eine gewisse nicht erklärbare Flexibilität, die geistige Flexibilität, die den manuellen Duktus einfach vollständig beherrscht und wo überhaupt keine Überlegung im Gestischen ist, was mache ich jetzt mit meiner Hand bei dieser oder jener Stelle,
wenn die Sängerin vielleicht ein bisschen schleppt oder der Tenor ein bisschen eilt oder ich weiß, dass der Tenor eher ein bisschen rhythmisch wackelig ist und dass ich ihm helfen muss, dass ich nicht überlege, was ich tue, sondern dass das automatisch, es tut sich. Verstehen Sie? Und das ist oft, nochmal, ich glaube, dass man das also im alten deutschen und sicher auch österreichischen Opernsystem in den 60er, 70er Jahren im traditionellen Sinne noch besser gelernt hat als später, wenn man dann als Gewinner eines Dirigentenwettbewerbs als Talent erkannt ist und dann gesagt kriegt, kommen Sie jetzt, steigen Sie gleich mal beim Othello in Dresden in der Oper ein oder sowas. Das kann funktionieren, das kann dann auch eine Karrierenentwicklung sehr, sehr positiv beeinflussen, aber irgendwas im Unterbau, das hat nichts mit der Interpretation von Werken zu tun, sondern im Unterbau des zugegeben im Vergleich zum instrumentalen sehr begrenzten dirigentischen Handwerks fehlt da. Und das kriegen diese Dirigenten nie mehr, ist meine feste Überzeugung. Interessant, ja. Aus einem ganz anderen Grund, ich dirigiere keine Oper mehr. Ja, da Ich wollen habe wir auch das, noch da, drüber reden, darüber natürlich, reden wir ja. gleich. Ich sage es jetzt mal pauschal, so ein bisschen über den Daumen. Ich habe diese Entwicklung, dass Opernregisseure im Grunde genommen die Stücke neu erfinden, seit den 70er Jahren verfolgt und habe immer gedacht, irgendwann hört. Für mich ist das also zum Teil unsäglich, zum Teil sehr intelligent und zum größten Teil allerdings unsäglich. Kommt aus der Schauspielentwicklung auch einfach die Darstellung des Egos eines Regisseurs, dem sich die Sänger und viel schlimmer das Werk unterzuordnen haben. Das ist eine Fehlentwicklung. Ich habe in den 70er und 80er Jahren gedacht, das wird sich irgendwie wieder totlaufen, wenn die Leute das nicht sehen wollen. Das ist aber ein Irrtum, gebe ich zu. Und ich habe einige der in den späten 80er und frühen 90er Jahren, ich spreche jetzt von Deutschland, in Amerika ist das ja nicht so, erlitten als Teilnehmender und habe dann irgendwann gesagt, ich weiß nicht mehr genau, das war so Mitte der 90er Jahre, ich gehe in keinen Operngraben mehr. Und das hat dann eine Zeit lang gedauert, bis das auch Opernhäuser wussten. Und also ich werde seit ewigen Zeiten schon nicht mehr für Oper gefragt. Ich würde auch immer Nein sagen. Es Naja, kommt gelegentlich, es kommt gelegentlich mal vor. Sie haben Würden den Sie Ring in bitte, Bayreuth so, da gerettet. kommen wir gleich drauf. Es gab schon mal in den 80er Jahren von Wolfgang Wagner eine Einladung nach Bayreuth, die ich aus sehr verschiedenen Gründen, aber wahrscheinlich auch hauptsächlich aus dem Gefühl heraus, dass ich so einer Sache nicht gewachsen wäre, damals abgelehnt habe. Und dann hat er mir gesagt, das war glaube ich 83 oder 84, war für den Ring auch. Und da hat er gesagt, also damit haben sie die, er war sehr böse, er war sehr enttäuscht und damit haben sie die Türen für Bayreuth zugeschlagen und so. Dann habe ich halt gedacht, nun ist es halt so. Und als ich da jetzt nochmal, das war 2016 und 2017, gefragt wurde, ob ich nach der Petrenko hatte die Premiere gemacht, hatte aber wohl immer gesagt, dass er das nur 3 Jahre machen kann. Normalerweise sind Bayreuth-Produktionen immer 5 Jahre im Spielplan. Hatte man mich dann gefragt, ich hatte natürlich auch gelesen über die Castorf-Inszenierung und den Skandal und all das. Und habe im ersten Moment gedacht, nee, machst du auch nicht. Also so eine Inszenierung, die ich auch dann erlebt habend als von der Konzeption nicht ganz falsch, von der szenischen Realisierung, also an der Grenze zum Skandalösen empfunden habe, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt auf deine alten Tage kriegst du von Barreuth noch mal eine Einladung. Scher dich einen Dreck um die Inszenierung, mach es. Und ich bedauere das auch nicht, das gemacht zu haben. Es ist für mich nicht ganz einfach gewesen zu Anfang
Barottergraben ist sehr, sehr speziell. Und dann mit dieser wirklich ungeheuer Sänger-Dirigenten-Kontakt-unfreundlichen Inszenierung. Ich spreche jetzt überhaupt nicht von dem Konzept, sondern von der Realisierung der Positionierung der Sänger auf der Bühne. Sehr kompliziert. Und man kann in Bayreuth nicht so ein Orchester dirigieren wie in einem normalen Orchestergraben. Also ich habe da zu Anfang schon meine Schwierigkeiten mit gehabt, aber alle haben mir geholfen und dann war das eigentlich auch eine ganz schöne Erfahrung für mich. Aber im Grunde ist dieser Komplex für mich Operngraben, speziell in Deutschland, aber auch mittlerweile in anderen europäischen Ländern ist das für mich ein abgeschlossenes Thema, weil ich nicht einsehen kann, dass man aus der Notwendigkeit, Dinge szenisch auch neu zu konzipieren, ein Stück um den Kern seines Handlungsinhaltes bringen muss. Das ist der Punkt. Und wenn ich das an einem Beispiel festmachen kann, es wird immer wieder auch versucht, im Rosenkavalier die Geschichte in eine andere Epoche hineinzuverlegen. Hofmannsthal und Strauss haben sich aber diese spezielle Epoche ausgedacht. Und das Erscheinen eines Wiener Walzers, den es zur Zeit der Geschichte, die sich im Rosenkavalier abgespielt, noch gar nicht wirklich gegeben hat. Diese Ironie des Komponisten ist doch, wenn ich das Stück dann, sagen wir mal, an den Beginn des Zweiten Weltkriegs verlege, ist ja alles schon passiert, doch völlig sinnlos. Und aus diesem konzeptionellen Grund und aus dem damit sich immer verbindenden Grund, dass Sänger im Bezug zum Dirigenten, wo sie einen bestimmten Kontakt eben haben sollten, in den unmöglichsten Positionen sich befinden, finde ich, dann sollen das lieber andere machen. Ich habe, das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen, ich habe wirklich, als das losging in Deutschland, späte 70er, kam aus der DDR, ne? Spät, und das Feuilleton aller von der Mitte bis nach links gerichteten täglichen Publikationen ist natürlich mit Begeisterung darauf gesprungen. Habe ich immer gedacht, das wird sich irgendwann in den 80er, frühen 90er totlaufen, die Leute wollen das einfach nicht mehr sehen. Das ist ein Irrtum. Und ich kann mich erinnern, ich komme zurück auf diese Bayreuther Geschichte. Im Sommer 2016 hat diese Wiederaufnahme vom Ring dieser, ich glaube, in England positionierte Sky-Sender fürs Fernsehen mitgefahren. Und da haben Fernsehleute haben mit mir vor der ersten Aufführung auf dieser, schön im Sommer, auf dieser grünen Wiese da vor dem Hügel, ein langes Interview gemacht. Da waren mehrere. Also war der Interviewer dabei, die Kameraleute und sie wissen, wie sowas eben geht. Und bei diesen Kameraleuten waren also auch jüngere Leute. Es war ein längeres Gespräch, es ging um den Ring und auch um meine Positionierung dieser Castorff'schen Inszenierung gegenüber. Da war das irgendwann, war dieses Gespräch vorbei und dann wirst du wieder abgeschminkt und dann reden die Techniker noch mit einem so ein bisschen, wie das eben so geht. Und da sagte einer dieser ein Deutscher, ein jüngerer Techniker, ich würde mal sagen, ein junger Mann so zwischen 30 und 35. Ja, er ist sehr operninteressiert immer und er kann sich einfach für sich, für seine persönliche Rezeption, eine Opernaufführung, wo die Geschichte tatsächlich so erzählt und gezeigt wird, wie die Geschichte ist, gar nicht mehr vorstellen und er möchte das auch nicht. Und da habe ich ein kluger junger Mann, da habe ich, also ich habe eine ganz andere Meinung, habe gedacht, guck mal, wie sich Dinge über Jahrzehnte, irgendjemand hat mal was gesagt, man kann den größten Blödsinn machen,
Man muss ihn nur lange genug durchhalten, um ihn durchzusetzen. Ein weites Feld. Allerdings. Aber ich möchte trotzdem, ich möchte mich da ein bisschen schützen. Ich sehe das halt aus der beruflichen Perspektive eines alten Mannes. Und ich möchte das einfach nicht unterstützen. Ich möchte diese Entwicklung nicht unterstützen. Und man kann genauso gut sagen, Komponisten von heute, zeitgenössische, die diese ganze szenische Entwicklung kennen und miterlebt haben, die könnten sich ja auf solche verfremdenden, will ich mal vorsichtig sagen, verfremdenden Inszenierungen einlassen. Aber das kann ich ja nicht beim Fidelio machen oder bei Cosi fan tutte oder beim Freischütz. Die Dinge finde ich, andere finden das nicht. Trotzdem, ich finde, man muss die Stücke in diese großen Werke des 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts in den Plotumfeldern ihrer eigentlichen Geschichte lassen und kann die doch nicht irgendwo anders hin transportieren. Das ist ein Dilemma. Wenn man die Stücke aus dem 19. Jahrhundert konservieren will, dann kann man auch sagen, wir haben sie lange genug konserviert, wir haben sie in allen Varianten gesehen und die Zeit ist vorbei. Und wenn die Jungen, wie Sie sagen, vielleicht was Neues sehen wollen, ist die Zeit der klassischen Oper abgelaufen? Sind wir Auslaufmodelle? Oder gibt es irgendwas, was auch wichtig ist, festgehalten zu werden für die Zukunft, zukünftigen Generationen? Wohin führt der Weg? Bleiben wir mal, ich habe das hier gerade, wir reden hier in Dresden jetzt. Ich habe gerade in der Zeitung gelesen, vor ein oder zwei Tagen hier, sogar in der Semperoper, eine neue Inszenierung von Norma rausgekommen. Und auch dieses Stück habe ich mal in einer neuen Inszenierung in den 70er Jahren irgendwo gemacht. Sie brauchen eine fantastische, relativ schwere Koloratursopranistin. Sie brauchen eine fantastische Mezzosopranistin. Die anderen Rollen sind nicht so wichtig. Es ist unglaublich gute Musik von Bellini. Die Geschichte, forget it. Es ist ein, aber im positiven Sinne, es ist ein zur Schaustellen großer sängerischer Kunst auf der Basis von groß und tief empfundener Musik des frühen 19. Jahrhunderts. Das, denke ich, wird immer wieder auch eine neue Generation von Stimm- und Musikliebhabern hören wollen. Ob sie, also an Wagner vergreift sich ja nun regiemäßig wirklich alles, was im Augenblick szenisch tätig ist. Ich denke, bestimmte Dinge sind einfach, um es ganz platt zu sagen, sind nicht kaputt zu kriegen durch die Wucht und das Gewicht der Emotion, die diese Musik immer noch rüberbringt. Da kann ein Sänger unglaublich helfen, aber in dieser Stilistik, Wagner oder Strauss, ist auch das Orchester ein wesentlicher Träger dieser Emotion und ein wesentlicher Übermittler dieser Emotionsbegründung. Ich glaube, vielleicht wird sich über die kommenden Jahrzehnte, also ich sage mal, der Rezeptionszug, was diese neuen, beweist dieses Beispiel mit diesem jungen Techniker da in Bayreuth, dieser Rezeptionszug in diese neue und für mich falsche Richtung ist abgefahren irgendwie. Und trotzdem glaube ich, oder soll ich bescheidener sagen, hoffe ich, dass man immer wieder einen Fidelio, eine Cosi fan tutte, eine Zauberflöte, eine Figaro hören möchte, hören will und dass es
immer wieder Menschen gibt, vielleicht nicht in enormen Massen und vielleicht nicht Corona jetzt mal als Aspekt völlig außen vor gelassen, in allen Stadttheatern mittlerer oder kleinerer Städte, wo das große Staatstheater 30 oder 40 Kilometer entfernt ist, dass es doch, dass diese Dinge einen nicht kaputt zu kriegenden Bestand haben werden. Und dass sich da Regie und Gestaltungswille des Szenischen so oft sie wollen abarbeiten können und sie diese Werke nicht zerstören. Aber passender wäre es für die aktuelle, wo man sich sowieso die Frage stellt, was wird an, wenn wir jetzt mal den Bereich Alban Berg, Wozzeck und Lulu, den Bereich Hindemith, Kardiak und Matisse der Maler und Stravinsky weglassen, sondern mal nur auf die letzten produktionsbezogenen letzten 30, 40 Jahre gucken, wie viel davon à la longue überleben wird, wissen wir alles nicht. Und dass es immer noch sehr, sehr schwer ist, eine überwiegende Anzahl des an sich musikinteressierten Publikums mit diesen Werken zu konfrontieren, das muss man sehen. Ich hoffe es, bin mir aber nicht sicher, dass das so ist. Und da wäre doch, finde ich, immer das perfekte Spielfeld für eine sogenannte inventive, neue regieliche Sichtweise auf die Werke. Was haben Sie für eine Erwartung an einen Regisseur? Das ist eine gute Frage. Wenn Sie mir die vor 30 Jahren gestellt hätten, dann könnte ich sie beantworten. Ich kann sie nicht beantworten, weil, entschuldigen Sie, es klingt arrogant, wenn es so rüberkommt, ist es halt so, es interessiert mich nicht mehr. Ist traurig, ne? Ja. Sie haben viel konzertante Oper gemacht. Ja. Gibt es da einen Vorteil? Also man muss sich das sehr gut überlegen. Was sich konzertant auch als Oper darstellen lässt. Zum Beispiel, also wir sind uns beide sicher einig, Figaros Hochzeit ist ein Gipfelwerk der Opernliteratur. Ich würde nicht mich entschließen können, Figaro konzertant zu machen. Das Stück braucht zu viel szenische Aktion, die dann eben nicht da ist. Aber es gibt sehr viele andere Stücke, bleiben wir im 19. Jahrhundert, in der Opernliteratur, wo im Grunde genommen die Handlung durch gesungene Dialoge sich weiter fortsetzt. Das heißt, wo wenig wirkliche Action ist, wo die Sänger auf der Bühne stehen, sich ansingen, sich Dinge sagen, wo bei Wagner zum Beispiel, wenn ein bestimmter Satz gesagt wird, ein Orchesterleitmotiv dem kundigen Hörer anzeigt, dass der, der den Satz gesagt hat, gerade gelogen hat. Aber das ist ein weites Feld. Da rechtfertigt sich konzertante Oper und je wichtiger der orchestrale, differenzierte Beitrag zur Oper ist, desto sinnvoller, denke ich, kann auch eine konzertante Aufführung sein, wo der Zuhörer zusehend nur die Aktion des Orchesters sieht und nicht die Aktion auf der Bühne, wo er sich Gedanken machen muss, während er gar nicht mehr richtig zuhören kann, was meint er da jetzt eigentlich? Und deswegen kann man, finde ich, bestimmte Dinge sehr gut konzertant aufführen. Aber zum Beispiel, um bei einem solchen Beispiel zu bleiben, Così fan tutte könnte ich mir vorstellen, konzertant. Figaro, ich nicht. Ah ja.
Können Sie beschreiben, warum? Na, schauen Sie sich die quasi permanenten duettierenden Dialoge in der Cousy an, die Sie vielleicht sogar besser für sich hörend aufnehmen können, wenn da keine große Aktion dabei ist. Vielleicht spielt in Cousy auch mehr die Psychologie eine Rolle als Na, die Aktion. natürlich, natürlich, natürlich. Was ist für Sie ein guter Sänger, so dass Sie sagen, ja, mit dem möchte ich wieder zusammenarbeiten? Was braucht er für Qualitäten? Das hat sich über die Jahre ein bisschen modifiziert. Ich bin ein, in jungen Jahren, wir sind also auch wirklich vor allen Dingen in meinen Hamburger Kapellmeisterjahren, das war in der Hamburger Staatsoper Ende 69 bis 73, da hat in Hamburg alles gesungen, was in der Welt gut und teuer war. Ich, anekdotisch, ich habe in einer Montagabends Repertoirevorstellung Rigoletto das Debüt von Herrn Pavarotti, den kein Mensch kannte, dirigiert zum Beispiel. Nicht? Also solche Wow. Sachen. Und auch in den Hamburger Jahren war der junge Domingo da immer. Es war wirklich alles da, was der Intendant hatte auch Glück. Es gab einen großen finanziellen Förderer in Hamburg für diese Geschichte. Er konnte sich also auch alles leisten. Und in dieser Zeit bin ich ein wirklich großer Liebhaber und Verehrer der schönen menschlichen Stimme gewesen. Wissend, dass man Ende 60er, Anfang 70er Jahre noch bei manchen Sängern in Kauf nehmen musste, dass die musikalische Sicherheit ein Sekundärelement des Berufes war und man sehr oft im Graben dann Hand hoch und stoppen und dann wieder einen Einsatz oder wenn es ganz schlimm wurde, mit das konnten die Orchester damals auch alle noch, die Opernorchester, so mit so verbreiterten Bewegungen dann den Sänger, das Orchester zu bremsen, den Sänger wieder einzufangen. Da gibt es natürlich aus dem Repertoire, da könnte ich Ihnen jetzt eine 3-Stunden-Sendung draus machen, gibt es wahnsinnig komische Geschichten, unfreiwillig komische Geschichten natürlich. Aber die Basis ist eben damals gewesen, dass ich in diesen Jahren also wirklich mit dem wirklichen vokalen Nonplusultra der damaligen Zeit quasi ständig konfrontiert war. Und gewohnt war, das ein oder andere musikalisch nicht so ganz sattelfeste in Kauf zu nehmen. Das hat sich über die Jahrzehnte dann doch sehr verändert. Und mir ist die Kombination schöne Stimme und große musikalische, auch mich selbst überzeugende musikalische Sicherheit eines Sängers oder einer Sängerin sehr wichtig. Präziser Fall in dieser Geschichte sind Sie zum Beispiel. Ich Dankeschön. habe Sie sehr gerne als Sängerin, Sie haben eine wunderschöne Stimme, aber ich weiß auch, dass ich mich musikalisch, wenn die Wellenlänge einigermaßen funktioniert, dass ich mich musikalisch auf Sie verlassen kann. Ja. Das ist mir in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, wo ich mit der Oper im Graben gar nichts mehr zu tun hatte, aber durch viele konzertante Aufführungen und dann Neunte Beethovens und eine Missa Solemnis oder ein Verdi-Requiem oder die heidnische Schöpfung oder die Jahreszeiten, das ist mir dann doch immer wichtiger geworden und es ist einfach der bevorzugte Sänger oder die bevorzugte Sängerin für mich ist der Mix aus einer schönen Stimme. Und für mich das Gefühl, auf die oder den kann ich mich verlassen. Das hat sich so im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Sie haben so viele Jahrzehnte in diesem Beruf verbracht. Was treibt Sie noch an? Was ist Ihre Ich Motivation? habe kein Hobby. Ah! Aber ob ich, also bis jetzt geht es noch einigermaßen, ob ich hoffe, in mich hineinhören zu können, wenn ich merke, dass die Reflexe nicht mehr funktionieren, dann würde ich es auch ungern aufgeben. Aber bis jetzt geht das noch. Und auch wenn ich dann nicht mehr Chef hier bin, hoffe ich, noch gesund zu bleiben und noch ein paar Jahre überall rumzudirigieren. Gibt es irgend sowas wie eine Hinterlassenschaft, irgendwas, was Sie
verändert haben wollen oder was sie gesagt haben wollen, irgendwas, was ihnen wichtig war, musikalisch auszudrücken. Ja, das gäbe es vielleicht, aber das sollten andere entscheiden, was sie als Hinterlassenschaft von mir sehen. Ich möchte das selbst nicht sagen. Dann danke ich sehr herzlich, lieber Marek Janowski, für Ihre Zeit und für die sehr interessanten Antworten. Gerne.